Willkommen zu einem neuen Let's Play, und zwar Pucci und Yoshi's Woolly World. Ja, es ist ein Port von dem Spiel auf der Wii U, Yoshi's Woolly World. Und ja, ich habe das auf der Wii U nicht gespielt gehabt, deswegen war das jetzt die perfekte Gelegenheit für mich, dieses Spiel zu spielen. Also es kommt heute raus, also am Freitag, den 3.2.2017. Und ja, Pucci ist sozusagen die Ergänzung bei diesem Port. Also Pucci heißt auf Deutsch Schnuffel. Und Schnuffel ist der süße Hund, den man da. Also man sieht ihn gerade nicht, aber man sieht sein Schwänzchen. Und ja, er kann Yoshi unterstützen. Aber schaut einfach selbst. Wir fangen mal an. Natürlich ein neues Spiel. Am liebsten auf der rosa Datei, aber wir machen mal die erste Datei. Und ja, Yoshi Kino, das ist direkt eine Neuerung und das schauen wir uns auch mal an. Yoshi Kino, beantworte Quizfragen zu Filmchen aus dem Hause Yoshi. Jeden Tag gibt es ein neues. Richtige Antworten bescheren dir Juwelen. Sobald du einen neuen Film gesehen hast, wird am nächsten Tag ein weiterer zur Verfügung stehen. Dann schauen wir uns den ersten direkt mal an, bevor das eigentliche Spiel überhaupt losgeht. Ja, habt ihr gesehen, wie süß das ist? Und das Spiel ist einfach generell die ganze Zeit mega süß. Okay, erstmal die Frage. Was hat Yoshi mit den Wollknäueln gemacht? Er warf sie mit einer Hand, er warf sie mit beiden Händen. Oh, er warf sie mit einer Hand, glaube ich. Ja! 500 Juwelen, ich weiß noch nicht, wozu die gut sind, aber Hauptsache, wir haben sie. Naja, das ist so ein kleines Extra für das Spiel. Das ist jetzt nicht der Hauptteil. Der Hauptteil sind natürlich Jump'n'Run und Level machen und so weiter. Das werden wir dann jetzt auch mal tun. Und die Story entspannt. In diesem Modus ist das Spiel ein wenig einfacher. Klassisch. Du kannst jederzeit den Modus ändern. Okay. Die Steuerung. Fahnenkreuz. Anhalten. Nee. Ah, okay, ja. Zunge spucken, springen, bereit machen. Ja, ich denke mal. Was ist hastig? Wurftechnik, hastig. Neigen. Ich habe gerade keine Ahnung, was das hier ist. Chip B. Springen, Zunge bereit machen. Man kann also die Steuerung auswählen. Ich muss gerade schauen. Ich glaube, ich bleibe bei Typ B, weil B ist für mich immer Springen. Erstmal Zusatzdaten erstellen, bla bla, okay. Ich habe die Steuerung gerade schon wieder vergessen. Egal. Willkommen auf dem Woll-Atoll, einer kleinen Insel inmitten des Bastelmeers. Hier leben die Yoshis glücklich und in Frieden. Doch eines Tages. Hallo, kleinen Yoshis. Ich muss euch leider aufdröseln. Danke für euer Verständnis. Und Pucci ist da unten auch. So, dauert es ja ewig. Kommt schon, jetzt alle auf einmal. Oh nein, die armen Yoshis.
Das müsste reichen. Ich mache mich dann wieder auf den Weg. Bis dann! Oh, wie süß. Also, es ist schon süß, aber traurig. Ich habe diese Scherereien? Mit euch, Yoshi, sowas von satt. Und jetzt verliert sie die ganzen Wollknollen. Dann müssen wir die wahrscheinlich wieder einsammeln. Doch bei seinem Abflug verliert Kamek etwas Wolle. Die Yoshis halten eine Lagebesprechung ab. Wie retten wir die anderen? Wir müssen die Wolle zurückholen. Schnell, schnappen wir uns diesen Halunken. Oh, Baby-Putschis, Baby-Schnuffels, Schnuffelinchens. Ach, wie süß. Die Schnuffelchen, oh, ich war nah dran, sind auch dabei. Im Modus entspannt kannst du sie zur Hilfe rufen. Und so beginnt ein neues, aufregendes Abenteuer für die Yoshis. Werden sie ihre Freunde retten können? Viel Glück, Yoshis. Toll, ich will aber nicht im Entspannt-Modus spielen. Aber ich will trotzdem die kleinen Schnuffelchen haben. Egal. Amiibo-Pavillon, Museums-Pavillon. Wir machen jetzt erstmal hier. Nein. Okay, dann mal das erste Level. Und das hier ist auch endlich mal ein Projekt, das ich auch zu Ende spielen kann, weil ich spiele ja sonst immer so Langzeitsachen, die niemals aufhören. Pokémon Mond kann zwar auch zu Ende gespielt werden, aber es ist sehr anstrengend. Ups. Okay. So, ich muss mich erstmal an die Steuerung gewöhnen. Drücke erst, um deinen Freund zu verspeisen. Okay. Ups, ja. Okay, ich muss mich, wie gesagt, erstmal an die Steuerung gewöhnen. Kann ich ihn abwerfen damit? Ja. Ha, okay. Okay. Ups. Dafür brauche ich, glaube ich, auch einen Wollknoll. Ah, nee. Hier kann ich meine Zunge dran machen. Genau. So war das. Lol. Ups, habe ich da gerade... Oh. Ah, hier, wo die Schleifen sind. So. Huh. Wo Schleifen sind, kann ich auch alles aufdröseln oder drosseln, oder wie das nochmal da beschrieben wird. Okay. Ups. Okay, ich dachte irgendwie, ich kann über ihn springen. Also auf ihn drauf springen. Kann ich in die Röhre rein? Ja. Oh, sorry Leute, bei Jump'n'Runs, ich erkunde immer alles. So. Wartet mal. Warum hat es da gerade geglitzert? Nee, einfach nur... Okay. Ja, ich erkunde ziemlich alles. So. Noch ein Tipp. Halte B kurz... Flatterflug. Ja, das kenne ich schon. Hallo, Mister? Huh. Yay. Oh, wartet mal. Ja, das sah mir nämlich sehr verdächtig aus.
Wie süß Yoshi hier rollt. Wollknäuel werfen. Hatte ich doch schon, oder? Ja. Ach so. Leben. Ah, und hier kriege ich ganz viele Wollknollen raus. Okay, und hier muss ich die jetzt werfen wieder. Okay, langsam habe ich es auch mit der Steuerung besser raus. Ups. Ah, eine Münze vergessen. Oh, ja. Das sah auch gerade ziemlich verdächtig aus. Aber hier müssen wir erstmal was aufmachen. Ha, ha. Ich wollte mich da jetzt nicht runterfallen. Aber ich wollte die Münzen haben. Und hier können wir auch wieder was aufmachen. Oh mein Gott, das war aber lang. Und hier haben wir so eine Blume. Ich weiß gerade... So eine Blume. So Blumen. Ich weiß gar nicht, was die Blumen genau machen. Aber scheinbar sind es so wie... Nein, Herz! Okay. Scheinbar sind es so wie die großen Sterne in Super Mario, würde ich jetzt mal vermuten. Und hier kann man wieder was aufmachen. Zweimal sogar. Okay. Okay, hier kommen Gegner raus. Ja, okay. Dann machen wir mal hier weiter. Oh, nice. Ich habe direkt beide getroffen. Das war natürlich beabsichtigt. Und hier haben wir noch so einen komischen... Okay. Jetzt sind wir aber mal fertig hier. Und jetzt... Okay. Okay. Immer schön alle Münzen sammeln. Da bin ich sehr genau. Oh. Nein! Okay, das war etwas blöd von mir. Oh, ich wollte ihn doch nur essen. Ach so. Ich habe jetzt die Blume aber und den Dings noch, oder? Ja, habe ich. Okay, okay. Ach, man kann ja auch draufspringen. Ich bin so blöd. Ich dachte, man kann nur... Oh, oh. Nein, ich komme hier nicht mehr hoch. Oh, Mann. Ich bin blöd. So, diesmal schaffe ich das. Ach, aber wieso, wo soll das denn enden, wenn ich schon direkt im ersten Level so verkacke? Ups. So, jetzt. Erstmal zielen. Nice. Eine wunderschöne Blume. Oh, was Geheimes. Das muss ich natürlich auch entdecken. So. Lol, das wollte ich gar nicht, aber egal. Es geht das Level hier richtig weiter, oder... Mache ich hier gerade irgendwas falsch? Falsch mache ich bestimmt gerade vieles. Oh. Huhuhu. Ich dachte ich. So, hier haben wir noch ein Wollknäuel. Okay, wozu ist dieser Pfeil da? Das war aber ein ganz schöner Hint hier, dieser Pfeil. Wartet mal, ich gehe jetzt erstmal... Was ist das denn hier?
Toll. Ich will aber so eine Blume haben. Ah, okay. Okay, stopp. Ich glaube, ich bin eben gerade den richtigen Weg gegangen. Ah, hier kriege ich die Blume. Nee, okay, ich kriege ja noch ein Wollteil. Aber wo ist denn das in der Mitte? Also ich habe jetzt, ne, zwei am Anfang und zwei am Ende, aber ich brauche das mittlere Teil noch. Habe ich das übersehen? Okay, ich habe es übersehen, Leute. Ich kann so nicht. War das doch da, wo ich gestorben bin? Ich weiß gerade auch nicht, was ich hier mache. Ich finde das wieder ziemlich riskant. Uch. Ah. Okay. Gehen wir nochmal kurz hier in die Röhre rein. Okay. Ups. Ja, okay, dann ist es wirklich verloren gegangen. Das war natürlich auch geplant. So. Gut, dass ich gleich nochmal nachgeschaut habe. Jetzt können wir das Level auch beenden. Zum Glück gibt es hier kein Zeitlimit. Wobei, ich glaube, ein Zeitlimit wäre ein bisschen mehr challenging. Aber das Spiel ist auch so ganz süß. Es ist halt einfach wirklich süß. Das ist so der Hauptgrund für das Spiel. Also wer schon Woolly World auf der Wii U gezockt hat, der... Okay, wie kann ich... Okay, irgendwie habe ich eine Blume nicht gefunden, ne? Ich dachte, ich kriege die Blume, wenn ich da durchspringe. Scheinbar nicht. Okay. Ja, ich muss sagen, also das Level war jetzt echt einfach, aber es war auch das erste Level. Das erste Level ist immer einfach. Aber dann bin ich mal gespannt, wie die nächsten Level werden. Ich werde hier jetzt aber die Aufnahme stoppen. Ich hoffe, es hat euch gefallen, der erste Part. Wenn euch das Projekt generell gefällt, dann würde ich mich über einen Daumen nach oben freuen. Und ansonsten sehen wir uns in der nächsten Folge. Und ich besorge mir auch Schnuffel hier. Den süßen da unten, den man da sieht. Aber, also den Schnuffel-Amiibo. Es gibt einen Schnuffel-Amiibo, aber ich habe ihn noch nicht. Aber wir schauen mal. Ja, wie gesagt, tschüssi!